Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki on Tour. Puyan will heute Paragliding machen, er macht sich gerade ein bisschen ins Höschen, weil da oben dieser Berg, das ist der Berg, wo der Puyan springen soll. Und er weiß nicht so genau, wie er es hinkriegen soll. Er muss eigentlich gar nichts machen, muss nur mit dabei sein. Wir sehen uns nächstes Jahr. Ja, aber Puyan wird es ordentlich filmen. Bis gleich. Tschö. Mach's gut. Servus, grüezi und hallo. Wir sind hier gerade auf dem Weg nach oben. How many meters did you say? 17? 700. Also wir fahren hier gerade auf dem Berg, der ist 718 Meter hoch. What's the name of the hill? Ditch. Wir fahren auf die Ditch. Ditch. Entschuldigung, auf dem Ditch. It's like a small birdie. Genau. Und gleich werde ich mich in die professionellen Hände von meiner Trainerin, von meinem Flugcoach geben. Und sie wird dann im Tandemsprung mit mir runtergehen. Und nur damit ihr eine Idee habt, wie weit das runtergeht, das zeige ich euch gleich, wenn wir gleich wieder in Serpentine hochgedraxelt sind. Wir sitzen hier übrigens zu viert in so einem kleinen Wagen. Damit hier auch genügend Zeugen sind, dass ich nicht verschleppt wurde und einfach von der Klippe runtergesprungen bin. So, schaut euch das mal an. So, da geht's runter. Also wenn ihr nichts seht, dann liegt es daran, weil hier ein verfluchter Abgrund ist. Und ja, da springe ich gleich runter und melde mich dann hoffentlich nochmal. Bis gleich. So Freunde, wir sind jetzt angekommen. Das ist der Startpunkt. Ich zeige euch mal, wie es hier ausschaut. Also da werden wir runterspringen. Okay, also wir gehen jetzt mal gucken, wie tief das da letztendlich runtergeht. Ich hoffe, dass ich zumindest in der Anfangszeit nichts von der Höhe mitbekomme, denn ich habe mir natürlich den besten Sport dafür ausgesucht, für meine Höhenangst. Paragliden, klar, was soll ich auch sonst machen? Und da vorne sind schon ein paar Leute und das schauen wir uns gleich mal an. Nur damit ihr mal ein Gefühl dafür bekommt, was gerade bei mir in der Hose abgeht. Da geht's runter. Leckt mich am Arsch. Das wird heftig. Wobei, hier sind ein paar aus Stuttgart, die sagen, das ist super. Sag mal hallo. Wink mal. Zack. So. Genau. Deren Wort in Gottes Ohr. Kriegen wir schon hin. Ja. Also habt ihr gehört, Startbedingungen sind gut. Und sie hat ja auch gesagt, ich muss nichts machen, ich hänge mich einfach rein, lass mich treiben, wie Taxi fahren. Nur halt mit ein paar Höhenmetern. Scheiße, wir sehen uns gleich, hoffe ich. Ciao. Unten am Fuße des Berges warte ich auf den Puyan. Mal gucken, ob er wirklich kommt. Da oben kann man schon irgendwo, ja, sehe ich das hier, kann man das filmen? Da sieht man schon ein paar Paraglider. Ich weiß nicht, welcher von denen der Puyan ist. Aber vielleicht ist er irgendwo mit dabei, wenn er sich nicht wirklich in die Hose geschissen hat. Aber falls es so sein sollte, kann man das ganz leicht erkennen an der weiß-braunen Hose. Mal schauen. Also der wird gleich hier runterkommen, hoffe ich. So lange dauert ja so ein Paragliding-Flug auch nicht. 20 Minuten. Mein Gott. Und wenn er Pech hat, geht es halt länger, geht es halt schneller. Ja, mal gucken. So, wenn das jetzt ins Ernst. Ich habe hier eine fette Windel. Und da wird gerade der Schirm aufgebaut. Und da hängen wir uns gleich rein und dann schauen wir mal. Ne? Ihr merkt schon, wenn mir die dummen Sprüche ausgehen, da ist die Kacke am Dampfen. Also, bis gleich. So, hier sind wir, in der Luft. Leckt mich am Arsch, ist das heftig. Also im Grunde genommen ist es super smooth. Es ist, man spürt halt den Wind und alles, aber ich mache mir noch ordentlich ins Höschen. Nur damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, wo wir uns befinden. Das ist so mein Ausblick momentan.
Und would you like to say something to our fans? I don't know what to say. I'm enjoying. Also sie genießt es ja gerade brutal. Wahrscheinlich ist das eher für sie eher so eine Larifari-Geschichte. Wir fliegen gerade tatsächlich über den See hinaus. Ich zeige euch das nochmal. Das ist echt der Hammer. Und mittlerweile kann ich es auch ein bisschen genießen. Ich mache mir immer noch ins Hemd. Aber ja, schauen wir einfach mal, wie es läuft. Ach so, über die Landung haben wir noch gar nicht gesprochen. We didn't talk about the landing at all, right? No, we the landing procedure. It, we'll don't worry. Okay. Also, bis später. Jetzt sieht man den Puyan schon herannahen. Er ist noch recht weit oben eigentlich. Aber so langsam kommt er runter. Mal gucken, ob er wirklich so viel Schiss hatte bei der ganzen Fahrt hier. Da, ja. Gleich ist wieder scharf. So, Freunde. Die Hälfte haben wir schon mal geschafft. Der Kackstift geht langsam zurück. Und ja, sie macht das super. Also, ich kriege hier kaum was mit von den Turbulenzen. Es ist natürlich jede Menge Wind, die ihr sicherlich hören könnt. Aber abgesehen davon wirklich ganz, ganz toll. Und ich zeige euch einfach noch mal ein bisschen was von der Aussicht, damit ihr da ein bisschen was mitgenießen könnt. Also es ist schon der Hammer. Vielleicht melde ich mich gleich noch mal kurz vor der Landung. Wir schauen mal. Übrigens, der Helm, der mir aufgesetzt wurde, der ist ungefähr 10 Nummern zu klein. Deshalb sehe ich aus, als würde ich gleich aus der Kanone geschossen werden. Wir sehen uns. Bis gleich. So, Freunde, es ist geschafft. Wir setzen zum Landeflug an. Falls ihr Sascha sehen wollt, da unten ist er. In Rot. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Und ich habe gleich die Wahl, ob ich mich sitzend hinlanden möchte oder laufend. Ich glaube, ich werde sitzen. Da kommt der Puyan auch schon runter. Der ist in 2-3 Minuten hier unten. Und das Lustige dabei ist, man hört ihn die ganze Zeit quatschen. Der ist alles nur am Babbeln mit dem, mit seiner Geite. Ist der Hammer. Ja. Aber er kommt jetzt runter. Ah, da ist er. Da ist er. Ich gehe mal näher ran. Da kommt er. So, jetzt gucken wir mal. Es wäre natürlich ein Kracher, wenn er bei der Landung voll auf die Brezel fallen würde. Aber den Gefallen wird er mir bestimmt nicht machen. Der Guide wollte auch ein bisschen mehr Kohle dafür haben, wenn es passieren sollte. Oh ja, er kommt. Da ist er. Jawohl! Puyan wieder auf festem Boden! Und die erste Frage: Wie war's? Ich werde als erstes noch ins Disneyland gehen. Ins Disneyland? Jawohl. Wieso das Disneyland? Machen die doch immer noch so eine Aktion, da kriegen sie ganz viel Werbekohle. Wieso piepst du es denn so? Das ist, bei mir piept halt. Ja. Servus, das war die Landung. Selbstzerstörung? Selbstzerstörung. This is going to explode right now, right? This is a self-destruction. No, it will happen. Und erzähl mal, komm, ersten Eindrücke. Ja, war sensationell. Ja. Also, sie macht das richtig gut und kaum Turbulenzen, aber das ist wahrscheinlich ihr geschuldet, weil sie wirklich eine tolle Pilotin ist. Von da oben bin ich runter und habe mir in die Hose geschissen und zwar mehrmals. Den braunen Streifen sieht man später. Ja. Aber ab der Hälfte der Höhe ging es, weil ich dann auch ein besseres Gefühl hatte für die Tiefe. Also alles im grünen Bereich. Und du bist relativ spät um den Berg rumgekommen, oder? Seid ihr da oben noch rumgekreist? Ja, wir waren oben noch im Drive-In, McDonald's Drive-In haben wir oben noch gemacht und dann. Ja, natürlich, klar. Ja. Das war Shoki Banoki on Tour. Puyan beim Paragliding. Er ist gerade 50 cm gewachsen. Genau. Weil er voll stolz auf sich selbst ist und heute Abend wird da richtig was gehen, oder? Da geht richtig was. Alter Verwalter. Ach du ins Bett und schlafen. Ja, genau. Also, bis dann. Ciao. Cheerio, Miss Sophie.